Es ist soweit. Wir stehen heute im Astra in Berlin. Und zwar mit Mighty Mo und Cynic im Finale des Alfa Royal Turniers. Berlin macht mal ein bisschen Lärm. Es geht um 10.000 Euro. Es geht um eine komplette Albumproduktion bei Kollega über Alpha Music Empire mit 3 Videos. Lasst mal noch ein bisschen Lärm hören, damit ihr die MCs auch richtig performen seht. Push die Jungs, Berlin! Und das Ganze muss natürlich von einer fachkräftigen Jury entschieden werden. Und wir haben 5 gute Jungs hier auf der Bühne, die Rap kennen und über Rap entscheiden können, weil sie es auch selber tun. Bitte macht ein Riesenlärm für Kool Savas, Tierstar, Kollega, Motrip und Alias! Die beiden MCs haben sich im Vorfeld per Münzwurf darauf verständigt, dass Cynic in diesem Battle anfangen wird. Ich brauche eure absolute Ruhe. Erste Runde, Alpha Royal, Finale, 10.000 Euro plus Albumdeal. Seid mal jetzt alle ruhig! Es geht auch sofort los, aber ich habe ganz kurz ein paar Fragen zu seinen Texten. Deine Eier spucken Flammen, Dragon Balls. Dass du hier gewinnst, ist klarer als der weibliche Vorname. Ich schick dich wie bei Bloodsport schlafen, Jean-Claude Sandmann. Moritz. Moritz. Was ist denn das für eine Scheiße? Und was sind das für schlechte Vergleiche? Aber das sind alles Sachen, die hast du in deinem Battles wirklich gesagt. Sag mal, bist du behindert? Ob du... Es ist Cynic gegen Mighty Mo. Sorry, Mighty. Aber wann, wo, wie bist du mächtig? Du bist ein Drogenresultat, wie Fresskicks. Yes, Beams, yeah. Dein Sprachschatz besteht zu 50% aus Adlibs. Kurz vor der Einschulung nahm ihn seine Mutter zur Seite, gerade eben. Und sie wollte ihrem Sohn, bevor es losgeht, noch einen letzten Rat geben. Und sie sagte zu ihm, Junge, wenn du anfängst zu reden, kann es sein, dass die anderen Leute lächeln. Das heißt nichts Gutes. Also lass sofort deine Fäuste sprechen. Also wie zum Teufel sollte er das auch heute checken? Mit der Vernunft. Nicht mal hier gibt das Opfer Ruhe. Wenn du dem nach seinem Lebenslauf fragst, sagt er ja, wie jeder normal. 6 Jahre Grund, 4 Jahre Sonderschule. Und wohin geht jemand ohne Grips, hä? Aber mit Gewaltpotenzial und Nationalstolz ohne Grund? Richtig, zum Bund. Und voll stolz ist er in seinen Battles am Erzählen, wie er im elenden Regen aus dem Flugzeug gesprungen ist, mit seiner MG, und dass er unser Land verteidigt hat. Gegen wen? Hab ich was nicht mitbekommen? Ey, welches Land stand ja mit den Soldaten vor unseren Grenzen bereit? Auf der Suche nach Streit, ready for war, ready to fight. Ja, lass dir mit deiner Antwort ruhig Zeit. Ey, der benutzt das Wort Kriegsdienstverweigerer als Diss, du unfähiger Pseudo-Sergeant. Man lieber so wie ich als Zivi mit Behinderten rumlaufen und Leuten eine Freude machen, als so wie du einfach nur behindert rumlaufen und unschuldige Leute schlachten. Ja. Halt's Maul, Affe. Du machst so lange, bis deine Kinder irgendwann von Leuten wie mir Gebrauch machen. Voll Mongo. Läuft mit seiner scheiß Waffe irgendwo rum, wo der nichts zu suchen hat. Das wäre ein besserer Vergleich gewesen für deine Punchline mit dem Judenpack. Hm? Und du bist ja kein Nazi, ne? Weiß ich doch. Nazi-Lines bringen dich nicht um. Und du bist auch kein Antisemit, Alter. Du bist einfach nur ein bisschen dumm. Ich habe ja selber mitbekommen, wie er auf dem Frauenfeld-Festival mit Ben Salomo geredet hat. Der mag Juden, das war lange vor der Geschichte. Ben Salomos Frau war schwanger, er hatte schon ein Kind und er hat mit ihm von Mann zu Mann geredet und meinte, hör mal zu, ey, was ist da los? Hör mal zu, wenn ich das schaffe mit Frauenkind,
dann packst du das auch. Und das war ein geiler Move von dir, denn somit bautest du ihn auf. Nach dem Motto, selbst du Pflegefall, hast du ja irgendwie hinbekommen mit Frau, Kind und Haus. Abgesehen davon bezeichnest du dich auch gerne mal selber in Battles als abgehalfterten Penner oder versoffenes Schwein. Und dann kommen irgendwelche Lines, die schreien nach rassistischer Volksverhetzung. Guck mal, die Gefühle der Juden sind mir egal. Viel wichtiger ist mir, ist eine realistische Selbsteinschätzung. Aber andere Leute kannst du nicht so gut einschätzen, ne? Publikum zum Beispiel. Oder wie sonst kommst du dazu, zu einem schwarzen Davy Jones solche Sachen zu sagen? Ne? Und ich hab den ja auch gebettelt. Auch rassistisch. Ne? Aber mein Hausneger, Feldneger-Part war an Selbstironie nicht zu überbieten. Cleveren Menschen brauche ich es nicht erklären. Jede Line gegen sein Äußeres ebenfalls. Dicker, mein Vater sah doch höchstwahrscheinlich genauso aus wie der. Aber du stellst dich als reiner, weißer Deutscher hin und sagst, wenn du ihn siehst, kriegst du Lust, ihn blutig zu schlagen, mit Fackeln zu jagen und an ein brennendes Kreuz zu nageln? Da braucht man über deine Intentionen nicht zu streiten. Das Ganze machst du nämlich ohne Ironie, ohne Wortspiel, ohne Vergleich und ohne Doppeldeutigkeiten. Und im Interview stammelst du dann, ja, Leute müssen verstehen. Ey, ganz ehrlich, da habe ich nicht nur innerlich gelacht. Wir müssen versuchen, das zu verstehen. Digga, das haben wir doch gemacht. Aber ich will den Schwarzen blutig peitschen. Ich bin kein Rassist. Ja, bist du schizophren? Ey, was soll das denn sein? Ich bin kein Rassist. Ich stehe hier nur zufällig mit Kerosin vom Asylantenheim. Aber das Allerschlimmste sind nicht mal deine schäbigen Parts. Das Allerschlimmste ist, dass du nicht mal zu dem stehst, was du sagst. Dreckiges Judenpack. Einen Monat später, ich bin kein Antisemit. Jao. Sklavenlines gegen Davy Jones. Eine Woche später auf Instagram. Okay, ich gebe zu, das hätte nicht sein müssen. Wow. Lines, wie du Bitches fixst. Und im selben Battle noch, an der Stelle Grüße an meine Frau. Du bist nicht so gemeint, ich trage dich auf Händen, meine Maus. Das ist Battle Rap, Moritz, das ist Battle Rap. Theoretisch ginge es hier klar. Wenn du dich mit allem, was dazugehört, entscheidest, als antisemitischer, schwarzenhassender, rassistischer, homophober Macho zu rappen. Aber wenn du eh alles nicht so meinst, ne? Dann lass die Kacke doch stecken. Was machst du da? Sachen rappen, Sachen erklären. Sachen rappen, sich für Sachen entschuldigen. Das ist doch echt zu schade. Oder du fährst die Schiene genauso weiter. Machst später eine Fanbox mit einer CD, Mighty Mo, der Ghetto-Pate. Und als Bonus-EP machst du die dazugehörige Stellungnahme. So, das war's von mir. Und wenn ihr Pech habt, kommt jetzt ungefähr sowas. Okay, Snick, was hast du gesagt? Erste Runde. Nee, warte. So hört sich das an, wenn ich meine vorgedachten Konter starte. Okay, Bundeswehr, ne? Okay, pass auf. Bundeswehr, ne? Man hat die Fresse, du fleischgewordener Arschfick. Wenn dein Hirn zu langsam ist für einen normalen Konter, dann kommt er doch einfach gar nicht. Du hörst von mir heute keine einzige Line über deine Frau oder deine Tochter. Nicht aus Respekt vor den beiden. Ich habe einfach nur keinen Bock mehr auf deine zweiminütigen, hingestammelten, vorgeschriebenen Konter. Also wenn, dann Freestyle einmal in deinem Leben richtig, du Opfer. Time. Schöne erste Runde von Philipp! Erste Runde, Mighty! Seid mal jetzt alle ruhig! Hey! Bro, du kannst mir mal den Pimmel lutschen, ich soll richtig freestylen. Du solltest mal deine Brille putzen. Yo! Ey! Wow! Wow! Heftige Nummer, Junge! Zieht euch das rein! So viele Prominente aus der Rap-Welt! Jungs, ist ja schön, dass ihr für Hip-Hop an einem Strang zieht! Aber ihr wisst schon, dass Cynic am anderen Ende steht und festhält? Junge, heute gibt's mehr als nur Respektschellen. Trotzdem kriegst du deinen Ruhm. Aber das da, Savage, das ist vielleicht witzig. Doch das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Leute, ihr wisst, wer ich bin. Lasst es mich hören. Junge, es ist... Und ich verspreche euch, Cynic war zum letzten Mal hier respektlos. Heute beerdige ich ihn endgültig, wie Kolle und Farid den Echo. Junge, ich bin nicht nur ein Star in meinem Ghetto und bundesweit auf den Straßen. Nein, die ganze Welt erinnert sich bis in alle Zeit an meinen Namen.
Mighty, Junge, niemand kann mich ersetzen. In 3000 Jahren findet man Reime und Sagen von meinen glorreichen, mitreißenden Taten in fremden, unbeschreiblichen Sprachen, gemeißelt in kolossale, steinerne Tafeln. Doch wer in deine Fußstapfen treten will, der muss im Grunde nur lernen, ein paar High Heels zu tragen. Junge, jeder weiß, du hast seit unserem ersten Match einen bleibenden Schaden. Und ich werd dich, Transe, zweimal begraben. Das hier ist nicht Dornröschen, aber die Prinzessin im Kleid geht jetzt schlafen. Yes! Aber Leute, was soll euch Mighty noch sagen? Vielleicht sowas wie, ich bin am Mike der King? Macht eigentlich keinen Sinn. Weil jeder weiß, dass ich der Meister bin. Ich richte Feinde hin mit Samurai-Schwertklingen, zerschneid sie blind, da bleiben keine Eingeweide drin. Und weiterhin bin und bleibe ich die Nummer 1 im Ring. Ich demoliere meine Gegner einfach schlimm und fühle mich, wenn ich paar Reime bring, als ob ich auf der Bühne hin und her auf einer Abrisskugel, so wie Miley Cyrus schwing. Scheiße! Aber wie kommt es dann, dass ich in letzter Zeit irgendwie immer scheiße bin? Nach meinem letzten Match, das man auch an Jarambo hätte geben können, was ohne Zweifel stimmt, habe ich gesagt, ich analysiere, was von damals bis heute passiert ist, um rauszufinden, warum ich keine gute Leistung bringe. Und für alle, die sich gefragt haben, wo zum Teufel ist der alte Mighty hin, habe ich die Antwort. Er ist weg, weil ich nicht mehr der alte Mighty bin. Warum? Vor 2,5 Wochen ist meine zweite Tochter, Sophia, gesund zur Welt gekommen. Halleluja! Mazel Tov! Da trinke ich nochmal ein Stück Wasser. Halleluja! Mazel Tov! Mashallah! Ganz zart und ganz klein. Und meine erste, Mia, der Wonneproppen, die ist sogar jetzt schon 3. Aber die Rolle als Papa zu akzeptieren, für mich war das nicht leicht. Junge, ich war nicht bereit. Zu lange nannte ich die Straße mein Heim. Herz hart wie ein Stein, ignorierte meine innere Stimme, wahrte den Schein. Doch das brachte mir nichts als Qualen und Leid. Doch es war an der Zeit, dass ich endlich meine Lage begreife. Gott sei Dank habe ich das und ich sag euch Bescheid. Mit dieser ganzen Negativität ist es ein für alle Mal jetzt vorbei. Weil ich hab nicht nur Einfluss auf meine Kinder, nein, mit den Parts, die ich schreib, pflanze ich mit jedem Wort in tausende Köpfe eine Nachricht hinein. Und zieh ich mir meine Battles der letzten Jahre so rein, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, was anderes fällt mir zu dem Palaber nicht ein. 90% Muttersprüche, stumpfe Beleidigungen, was für Bars sollen das sein? Mit diesen blamablen Lines machte ich mich selbst charakterlich die letzten Jahre so klein. Ich ändere das ab sofort. Aber vielleicht ist euch nicht klar, was ich meine. Vielleicht seid ihr enttäuscht, weil das passt nicht in eure Erwartungen rein. Doch ich muss euch sagen, das interessiert mich nicht. Leute, mich interessiert in der Tat nur noch eins, nämlich in Zukunft endlich ein gutes Vorbild und ein guter Vater zu sein. Weil ich habe so viele schlimme Fehler gemacht, für die ich Vergebung erflehe, außer dir. Tu ich nie wieder jemandem weh. Und ja, ich hab das Thema verfehlt, zu wenig über meinen Gegner erzählt, doch der Scheiß hat meine Seele gequält. Und ich hoffe, alle meine Fans haben Verständnis für den Weg, den ich gehe. Und außerdem ist doch egal, was ich erzähle, Junge. Ich hab doch eh schon gewonnen. Richtig? Ich stehe ja schon als Sieger fest. Hä? Du glaubst das. Alle glauben das. Junge, das geht mir gegen den Strich. Darum verrate ich euch ein Geheimnis, das für das Gegenteil spricht. Junge, stell dir vor, ich habe 2015 Kontakt mit Kollegen gekriegt. Der meinte so, Junge, gute Battles, wie geht's weiter? Hast du Pläne für dich? Und ich so, naja, ich will Mucke machen, verstehst du? Ich will ins Game, hast einen Tipp? Und er so, pass auf, ich habe dir Beats an deine Mail rausgeschickt, nimm was auf, zeig her, dann treffen wir uns Studio und regeln den Shit. Bam! Die Chance meines Lebens erwischt. Bam! Wenn das klappt, sind meine finanziellen Probleme vom Tisch. Und was mache ich? Bam! Ich habe nichts geregelt gekriegt. Warum? Wie gesagt, damals kam Mighty nicht klar drauf, dass er plötzlich Vater und Ehemann ist. 1000 Pflichten und Rechnungen bringt ein Baby so mit, aber er war bloß ein Esel, der chemische Trips, J-Jo und Hayspacks in der Gegend vertickt und trotzdem keine Knete besitzt. Und weil er kein Akademiker ist, weil ihm fehlte der Grips und sein Gehalt als Koch ist eh nur ein Witz, geht er zu DHL, belädt LKWs, unerträgliche Schicht. Doch, die Pakete sind dick, aber auf seinen Schultern nicht das extremste Gewicht.
Er guckt sich an, wie seine Familie streitet und deswegen zerbricht und seine Verwandten ihn behandeln, als gäbe es sie nicht. Und während er sich die Tränen wegwischt, redet er mit seiner Mama, die er nicht versteht, wenn sie spricht, weil sie nach einem Schlaganfall ein Pflegefall ist. Der ist das ABC kein Begriff, die muss erstmal lernen, wie man wieder einen Löffel hebt und dann isst. Kurz gesagt, mein Leben war richtig auf jeder Ebene gefickt. Ich dachte, ich nehme mir einen Strick Burnout, ich bin aus den Tretern gekippt. Aber ist das eine Entschuldigung dafür, sich so eine Chance entgehen zu lassen? Auf jeden Fall nicht. Denn es geht nicht darum, wie viel Schicksalsschläge du kriegst. Es geht um die mutigen Entscheidungen, die du täglich so triffst. Ganz besonders, wenn es donnert, regnet und blitzt. Also bitte macht nie denselben Fehler wie ich. Kämpft für eure Träume und seid euch, wenn es schwer wird, gewiss, dass das bloß ein Test für ihre Unwiderlegbarkeit ist. Aber ich hab gezögert, nicht an mich geglaubt, wollte es allen recht machen, hab nach einem halben Jahr einen Song an Kollegen geschickt und der meinte so, ja, der ist gut, aber das ist zu wenig, irgendwie geht bei dir nichts. Damals hätte ich dir sagen sollen, Junge, ich kann das Mic nicht in die Hand nehmen, ich hab nicht mal mein Leben im Griff und ich bin mir sicher, wir hätten das geregelt gekriegt, aber dafür hatte ich nicht die Eier im Sack, ich hab mich gefühlt wie ein schäbiger Wicht, den man beim Stehlen erwischt, weil ich hab mich für die ganze Situation einfach geschämt wie eine Bitch. Ey, aber was hat das mit diesem Turnier zu tun? Ganz einfach. Ganz einfach. Heute habe ich nicht mal mehr seine Nummer. Wir reden auch nicht. Cine, kannst du dir vorstellen, wie ein Multimillionär hier so tickt? Sei sicher, dass er die Menschen, mit denen er arbeitet, anhand ihrer Ergebnisse misst. Und wie du gerade gehört hast, waren meine Ergebnisse Mist. Also falls du denkst, ich stehe schon als Gewinner fest, dann überleg doch mal mit. Junge, da war nach einer Ewigkeit Licht bei meiner Rap-Karriere in Sicht. Kollege macht die Tür auf und sagt, komm, geh diesen Schritt. Und ich bin weder durchgegangen, noch hat er dafür bis heute eine Erklärung gekriegt. Junge, der Typ hält mich für einen Versager und damit hat er recht, das ist jetzt jedem gewiss. Kennt ihr die 10 Bossgebote? Ich hab auf jede dieser Regeln gepisst. Cynic, ich muss mir das hier mehr verdienen als du, verstehst du das nicht? Denn wenn du echt glaubst, der Typ gibt mir zum zweiten Mal ein Freilos, ohne dass ich heute eindeutig meinen Gegner zerfick, ohne dass ich heute deine Kehle aufschlitz und dich mit einem Taekwondo-mäßigen gedrehten, schwebenden Kick, einem athletischen Tritt in unerreichbare Sphären hochschick, und somit beweise, dass ich doch noch Siegeswillen und den tiefen Glauben an mich selbst in meiner Seele besitze. Junge, wenn das der Fall ist, haben wir was gemeinsam, du Eselgesicht. Weil wenn du denkst, Kollege, mach denselben Fehler zweimal, dann bist du echt genauso dämlich wie ich. Ja. Junge, heute gibt's die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich musste mir das von der Seele reden und verspreche euch, in den nächsten 2 Runden wird's zum zweiten Mal für Cynic ein Begräbnis geben. Junge, es ist Mighty Zeit. Macht mal Lärm für die erste Runde von Mighty! Seid gespannt auf die Antwort von Cynic. Seid mal jetzt alle ruhig! Let's go. Crazy Runde, Gänsehaut, Alter. Heftiger Spast. Ich würde dich auch gern dissen, ne? Aber hast ja die ganze Runde selber gemacht. Real Talk, wirklich ernst gemeint. Sei mal auch bitte hier oben ruhig. 100% ernst gemeint, meine ehrliche Meinung. Du bist ein Vollidiot. Du bist ein Vollidiot. Ja, du kannst de facto keine 2 geraden Sätze sprechen. Irgendwie schaffst du es, Reime aufzuschreiben und die auswendig zu lernen. Aber das war's. Und deswegen hältst du dich für den Gott, yeah. Der Hamster in deinem Kopf, der hat doch bestimmt auch keinen Bock mehr. Und bevor hier irgendjemand anfängt, die Kacke, die er von sich gibt, auch noch zu glauben, öffne ich euch mal ganz kurz die Augen. Denn wenn die Kameras laufen oder das Mikrofon an ist, dann ist es Mighty Mo, Straßenrapper, vorbestraft, kriminell, harter Gangster, Goldkette, Goldzahn musste damals auch rein, brutal, haut mit der Faust auch an deine Frau rein. Das ist aber exklusiv seine Realität. Und er glaubt's halt. Denselben Person kann man aber auch anders beschreiben. Und das ist saugeil, denn ich erkläre euch kurz, wer der Mighty ist. Sendung mit der Maus-Style. Denn das ist der Moritz. Moritz Hoppe. Aufgewachsen ist Moritz Hoppe in Bredenbeck. Kennt er nicht? Bredenbeck? Das ist da, wo der Dorfälteste jedes Jahr den Esel deckt. Der Moritz, der ist ein Träumer. Er sieht sich selber schon als Schadstürmer. Momentan hat er einfach Frau, 2 Kinder, Haus, Garten. Ein ganz normaler deutscher Staatsbürger. Die Eltern von Moritz, die arbeiten mit Beamten zusammen. Mhm. Für den Staat.
gute Jobs. Die sind quasi gar nicht zu feuern. Der Moritz, der liebt Gartenarbeit, Gemüsepflanzen und die Latten an seinem Zaun zu erneuern. Und der Moritz ist so gefährlich, der zahlt sogar seine Steuern. Real Talk, weißt du, was ich glaube? Glaube ich beim Moneyboy übrigens auch. Ich glaube, ihr verarscht uns alle, Alter. In vier, fünf Jahren löst ihr das Ganze auf und kannst ganz normal reden. Ich glaube daran. Wirklich. Das kannst du gar nicht ernst meinen. Ich glaube, das meinst du ironisch, Fotze. Mighty Mo, Moritz Hoppe, Mann, du sorgst doch nirgendwo mit einer Kalasch für Mordraten. Moritz, du hast eine Tanne im Vorgarten. Ich kann dir die Entscheidung auch abnehmen, du Vollspaten. Du bist nämlich kein Gangster. Ich habe deine Frau und dein Kind beleidigt und bin immer noch am Atmen. Echte Gangster verwechseln Fäuste nicht mit Phrasen. Echte Gangster tauschen auch ins Reihenhaus gegen die Straße. Echte Gangster stehen zu ihren Taten. Und was das Allerwichtigste ist, echte Gangster mähen keinen Rasen. Helft mir bitte. Ich versuche das zu verstehen. Ein deutscher Familienvater. Die Eltern Top-Status, schneidet seine Hecke, die Familie sicher untergebracht, rappt zeitgleich davon, dass er Straßendealer, Fotzenficker, Schläger ist, Kilos moved, in der Nacht das Weed luftdicht verpackt. Das wäre doch so, wie als wenn sich ein 19-jähriger, pausbäckiger deutscher Junge mit einem Schmollmund am Start, aus einem 8000 Einwohner, unschönen Kaff, sich auf einmal die Haare nach hinten gilt, die Stimme verstellt, Hunde und Nutten mietet und in Videos auf Zuhälter macht. Er macht ja auch keiner, oder? Und ich weiß, du hast vorm Finale wahrscheinlich auch schon den Sieg gerochen. Da fällt mir ein, wir haben ja noch gar nicht über seine Musik gesprochen. Seit 15 Jahren versuchst du ja mit deiner Musik Erfolg, Klicks und Views zu haben. Aber deine Musik als mäßigen Erfolg zu beschreiben, wäre so, als würde ich locker cool hier sagen, RV hat sich gegen mich relativ gut geschlagen. Der dumme Spaten versucht nach 15 Jahren des Versagens auf einmal was zu reißen mit seinem Rap-Mann. Aber Dicker, du bist doch nicht Trettmann. Du bist einfach nur schlecht, Mann. Und als ich echt dann mal abgetaucht bin in seine musikalische harte Welt, habe ich gesehen, der Bastard hat bei YouTube eiskalt 4 Videos auf privat gestellt. Aber trotzdem habe ich einen Diss-Track gefunden. Da rappt er zu einem anderen Typen in die Kamera. Ich werde dir jetzt mal literweise Wichse in die Fresse pumpen, aber habe über dich im Netz da einfach nichts gefunden. Ich werde dir literweise Wichse... Warum pumpst du Wichse in das Gesicht eines Mannes? Nein, das soll der feine Herr erklären. Außerdem, literweise, das finde ich sehr verquer. Ihr wollt Informationen? Herzlich gern. 6 Milliliter ist die Durchschnittsmenge, Ejakulat, zum Ende des Geschlechtsverkehrs. Nehmen wir an, du machst doppelt so viel wie ein normaler Mann, denn du bist Mighty Mo, ein sehr potenter, herber Kerl. Dann müsstest du immer noch Minimum 83 Mal kommen. Das ist vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr schwer. Mighty, wo kommt das ganze Sperma her? Ihr müsst euch aufpassen, dass ihr keinen Hirnamputierten seid, ey. Das lyrische Genie setzt noch einen drauf. Im selben Track. Junge, du hast eine Schreibblockade, weil du gesehen hast, was ich geleistet habe. Hier kommst du nicht mehr raus wie aus einer Einbahnstraße. Eine Frage. Wer von euch war schon mal in einer Einbahnstraße? Hebt mal einen oder beide Arme. Okay, du, viele Leute. Alter. Halt's Maul, du Spaß. Du fragst gerade dasselbe wie ich, ne? Wie zum Teufel haben die das da wieder rausgeschafft? Aber ohne Spaß, ne? Ich sag gar nichts. Letzte Line, ich sag gar nichts. Denn deine geistigen Kapazitäten sind halt übelst scheiße. Ich glaube, so wird man, wenn man sich bei Takeshis Castle ein paar Mal zu oft für die falsche Tür entscheidet. Schöne zweite Runde von Zündig. Macht ein bisschen Lärm, Billy! Antwort von Mighty. Seid mal jetzt alle ruhig. Ja, ich komme aus Bredenbeck. Schön, dass du es erwähnst.
Okay, sind wir soweit? Ja, ich komme aus Bredenberg. Schön, dass du es erwähnst. Bredenberg for life. Ist doch kein Geheimnis, Mann. Ich will, dass jeder hier das weiß. Weil die härtesten Gangster kommen aus dem Dorf. Ja, ich rede keinen Scheiß. Frag mal Kolle, der kommt aus Hunsrück, irgend so ein Bauernkaff. Wenn du mir nicht glaubst, da steht der lebende Beweis. Ja. Yeah. Leute, ihr wisst, wer ich bin, lasst es mich hören. Junge, es ist... Mein. Junge, es ist Battle Raps Totengräber gegen Battle Raps Quoten. Komiker, Cynic, Passover Jokes, du Streber. Du verfehlst mit deiner Show das Thema. Du bist immer noch für Mighty Mo kein Gegner. Wenn ich Punchlines schreibe, schüttel ich aus dem Handgelenk mehr Hochkaräter als ein Rolex-Träger mit kaputtem Chronometer. Ich hab dich einmal vergewaltigt. Und zu glauben, das passiert nicht nochmal, ist ein großer Fehler. Hättest mal meine Strafakte lesen sollen, Digga. Intensiver Wiederholungstäter. Junge, das ist also Cynic 2.0. Mein lieber Mann. Jetzt guckt euch diese 60 Kilogramm Verlierer an. Junge, ich weiß, du leistest tapfer Widerstand, doch bleibst auf ewig dieser Transvestit von Ram, der denkt, er schreibt Klassiker, bloß weil seine Reimtechnik aus der Antike stammt, wie Statuen aus Griechenland. Junge, du wolltest hoch hinaus und nach deinen Träumen greifen. Leider kamst du niemals dran. Nach unserem Titelkampf ging's für dich bergab wie auf dem Skiabhang. Trotzdem schuldest du mir noch ein. Vielen Dank, Mighty. Du, glücklicherweise hast du mir gezeigt, wie es ist und mir klargemacht. Meine größte Stärke ist wie mein Rap-Verständnis. Einfach ein Witz. Gern geschehen, Digga. Ich hab dir einen Spiegel vorgehalten und ihn dann zerschmettert in deinem Gesicht. Und obwohl ihr beide in tausend Stücke zerbrochen seid, hat dir jedes noch so kleine Teil gezeigt, wer du bist. Aber so ganz genau weißt du es wahrscheinlich noch nicht. Ich meine, Junge, er hier. Cynic fragt sich so, was geht hier ab? Bin ich jetzt Battle Rapper? Bin ich Comedian? Bin ich Afro-Trapper? Bin ich Barkeeper? Bin ich ein Idiot? Junge, entscheide dich, bevor du alles verkackst. Guck dich an, du bist genau wie deine weiße Mama. Du hast leidenschaftlich halbe Sachen gemacht. Apropos weiße Mama. Digga, du bist ja ein grausamer Mensch. Das hab ich gemerkt, als du Davy Jones ein Feld und dich ein Haus nennst. Ein Haus, N-Wort, ihr wisst, was ich meine. Ein Haus-Digger, ich sag einfach Haus-Digger, okay? Du nennst dich Haus-Digger? Alter, laber kein. Junge, für jeden, der es gerade nicht weiß, damals in Sklaverei waren die Felddigger draußen, mussten schuften, aber waren stolz. Dafür schlug man sie mit der Peitsche kaputt. Und die Haus-Digger waren drinne, haben sich feige unterworfen und bei den Weißen gelutscht. Mein Mike geht immer an und aus. Geil. Und bei den Weißen gelutscht. Und du hast recht, dieser Begriff passt auf dich. Ehrlich, so extrem. Guck mal, Hausdigger. Mighty, dein weißer Meister, hat die Kette, nach der du dich so sehnst. Aber das war alles ironisch gemeint, hast du gesagt, ne? War alles nicht ernst gemeint. War nur ein Witz. Du wolltest bloß paar Lacher abgrasen. Tja. Was soll man sagen? Hast du geschafft, aber die Lacher waren wie Baumwolle. Sie gingen auf die Nacken der Sklaven. Junge, am liebsten würde dieser Onkel Tom die kraftvollen schwarzen Wurzeln seines Stammbaums verbrennen. Ihn interessiert nur, ob die weißen Äste stark genug sind, um ein Felddigger daran aufzuhängen. Junge, hier ist er, mein Bruder. Erstmal ganz ehrlich, bei allem Respekt, würdest du dich, warum auch immer, jemals als Hausdigger bezeichnen? Nein? Gigo, Bruder. Hausdigger? Nein? Okay, einen anderen Schwarzen sehe ich gerade nicht. Was ist mit dir, Bruder? Würdest du dich als Hausdigger bezeichnen? Ja? Du bist ein Cynic-Fan, wa? Nein, nein. Okay, guck mal, Digga, ich wollte, dass du siehst, du nennst dich Hausdigger und hast dir plötzlich keinen einzigen Bruder, nur Gegner. Du bist wie Kanye West, der Donald Trump unterstützt. Der einzige Schwarze, der denkt, dass das eine gute Idee war. Junge! Junge, du dreckiger Martin-Luther-Verräter. Ich hoffe, ein Nafri-Flüchtling schlägt dich tot. Junge, du bist so eine weiße Kartoffel. Wenn du das N-Wort sagst, bekommst du NRW-Verbot. Nice line, nice line.
Du verfickter Skin. Ach, scheiß drauf, anderes Thema. Junge, weißt du, was ich mache, nachdem ich heute gegen dich gewinne? Ich verkaufe wieder mein Merch aus dem Kofferraum. Na und? Ist das schlimm? Wenn ich das tue, was nötig ist, das tue, wozu ich verpflichtet bin. Junge, du bist hier vielleicht der Aushilfskellner. Mixst die Drinks und servierst Chicken Wings, doch hast im Grunde keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet, täglich das Essen auf den Tisch zu bringen. Was weißt du schon von irgendwas? Junge, du hampelst mit deinen Dulli-Freunden auf Malle rum, wo ihr euch in der Kneipe besauft und eure größte Sorge ist, ui, hoffentlich gehen uns heute nicht die Eiswürfel aus. Weißt du, was passiert, wenn du deine Schuhe gegen meine Nikes eintauscht? Du verzweifelst nach einer Meile da draußen und kippst aus den Latschen, als ob dich Tyson umhaut. Und ey Mann, wer will mich hier sabotieren? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll die Nummer? Okay, und kippst aus den Latschen, als ob dich Tyson umhaut. Und weißt du, was uns noch unterscheidet? Mein Erfolg ist nicht abhängig vom Einfluss der Crowd. Ich mache weiter, egal ob leise, ob laut. Aber kriegst du keinen Applaus, kriegst du einen Schweißausbruch. Sagst Time und bist raus. Weißt du, warum ich lieber minutenlang choke, anstatt zu kneifen wie ein Lauch? Weil ich im Gegensatz zu dir auf mich und meine Fähigkeiten vertraue. Weil im Gegensatz zu dir bin ich der Champ und wie ein Fighter gebaut, box mich 12-mal zu Boden und ich stehe 13-mal auf. Also falls du echt glaubst, von dir wird heute ein Preis abgestaubt, als wärst du die Putzkraft in Colles glamourösem, unvergleichbarem Haus, dann box ich dich jetzt zurück in die Realität mit eiserner Faust, bis dein Gesicht aussieht wie von meiner Frau der Kaiserschnittbauch. Weil ich red immer noch nicht vom Afghanen. Wenn ich sag, der Schwarze wird in der Pfeife geraucht. Junge, heute tragen sie dich Fummeltunte endgültig im Leichensack raus. Und ihr werdet merken, das Kleid von der Braut und ihr Bodybag weisen eine Gemeinsamkeit auf. Weil ihr beides wie angegossen passt und sie nur ein bisschen Hilfe mit dem Reißverschluss braucht. Scheiß auf die Crowd, das ist gut gereimt. Junge, es ist meine Zeit. So, Fakten. Mighty Mo, hä? Letzte Runde. Danke für die Hilfe, sonst hätte ich nicht gewusst. Fakten, er macht doppelt so lange, wie ich Battle Rap und rappt 15 Jahre länger als ich. Und deswegen denkt er wahrscheinlich auch, er kann von oben herab verbal gegen mich kämpfen. Aber Dicker, geh mal kacken, denn ich beleidige seit 25 Jahren grundlos meine Mitmenschen. Wunder, dass noch welche dabei sind. Die Synergie aus meiner Eloquenz und meinem exorbitanten Sprachfundus ist ob... Mit wem rede ich, Alter? Du bist der Sohn einer Hure. Du bist nicht der King. Du bist nicht der King. Und abermals verstehst du hier nicht den Sinn. Und du ziehst ein langes Gesicht wie die Geburtshelfer von Rin. War keine Bad Bar. Ich bin ja kein Hurensohn. Echt nicht. Grässlich. Das ist der Moment, in dem Ferris MC und Miami Yass in den Raum betreten. Denn Dicker, jetzt wird's hässlich. Real Talk Time, Motherfucker. Seid mal jetzt alle ruhig. Deine Mutter macht jedes Mal Gangbang mit den angesagtesten Rappern und feiert das, wenn die nacheinander zerscheppern. Die ist jedes Mal Start. Klar, und wenn er an ihrer Schlafzimmertür lauscht, ganz nah, kann er hören, wie ein Rapper sie gerade bumst und stöhnt. Ja, ja. Mighty stürmt ins Schlafzimmer rein und schreit, was seid ihr denn bitte für Tiere? Ihr wisst doch, dass die Frau mir ganz viel bedeutet. Der Nächste, der sie bumst, schreit zurück, ich will sie doch nur penetrieren, genauso wie all meine Freunde. Und dann kommt Jesus und will Mighty Mo jetzt boxen. Mighty! Warum ist von deiner Mama die Fotze trocken? Aber ein bisschen lecken, dann ist gut. Weil erst kommt die Ebbe und dann kommt die... Und am Ende ist seine Mutter sogar noch traurig, weil Arschficken von den Rappern keiner gemacht hat. Doch als Überraschung kommt der letzte Kenneck aus dem Wandschrank und schreit, oh! Ich fick dich in den Popo!
Aua! Gringo ist sauer! Spaß beiseite. Vor dem Turnier wurde eine Menge kommentiert. Na, hast du schon gesagt, Verschwörungstheorie. Und ich wollte nie daran glauben, bis ich gesehen habe, wie die den im Halbfinale durchgemogelt haben. Ne? Trotz Gegner, trotz gutem Gegner und Riesen-Choke. Unverständlich. Da habe ich mir Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, die Parallelen zwischen dem famosen Felix und dem mächtigen Moritz sind einfach unumgänglich. Über. Das ist Battle Rap, Colin. Boah, Dicker, da machst du jetzt Psychoterror. Nee, pass auf. Das ist ein krasser Move gewesen, Alter. Hör mal zu, wenn du hier heute verlierst, dann ist das zu Recht. Denn die Kacke, die du von dir gibst, die holt sich nicht mal jemand gratis. Wenn ich das hier verliere, dann ist das Schiebung und ihr seid alle Nazis. Und jetzt habt ihr gesehen, der Einspruch von dem mächtigsten Mann im deutschen Rap kann einiges echt verkacken. Ich lasse den Part jetzt raus und ihr könnt euch euren Eindruck von ihm selber machen. Time. In dein Ernst? Okay, dritte und letzte Runde. Ja, komm. Bruder, nur zur Klarstellung, ich habe das nicht irgendwie gemeint, oh, ich kann dieses nicht vertragen, diese Kritik. Ich habe gesagt, ja, ist okay, mach deine Runde, aber es wird halt irgendwann redundant. Aber bitte, mach deine Runde und ich genieße die Show. Ich bin überhaupt nicht gegen dich, Alter. Ich will nicht, dass das Battle hier jetzt leidet unter der ganzen Scheiße, weil du irgendeine Reaktion von mir jetzt missgedeutet hast. Mach deine Runde wie ein Mann, bitteschön. Bro, der Typ ist ein peinlicher Lauch, irgendwas passiert und er sagt Time und ist raus. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Was ist los? Bro, willst du? Oder willst du hier den machen? Oh, hier Kolle, oh, dies, mach das, Junge, doch. Ein auf den. Nee, alles cool, alles, das ist auch die falsche Richtung jetzt. Jungs, jetzt sammeln wir uns kurz mal. So. Jetzt will ich aber auch die Story hören. Jetzt bin ich doch neugierig geworden. Was haben wir denn für Gemeinsamkeiten? Nee, ohne Scheiß, das ist Battle Rap. Ich mache ja hier wirklich einiges mit. Keinen Spruch nehme ich persönlich oder so eine Scheiße, das wäre total wack. Ich möchte jetzt gerne, dass der Cynic seine Runde performt und bitte euch, dass ihr euch nochmal anfeuert jetzt dafür. Okay. Übelst behindert, aber. Hätte man doch einfach, du hättest einfach. Hä? Ja, versuchen einfach, was soll ich machen? Aber hätte man einfach auch jetzt hättest du machen können, hättest du ausnutzen können, egal. Die Parallelen zwischen dem famosen Felix und dem mächtigen Moritz sind einfach unumgänglich. Überlegt mal selber. Der eine vollzieht mit seinen Gegnern aufgrund derer schwarzer Hautfarbe eine kranke Tortur. Der andere putzt sein Auto mit Joy Denalanis Afro-Frisur. Hat er selber schon gesagt. Hat er selber gerappt. Beide haben uns, wenn man ihre Frisur glauben darf, in spätestens 5-6 Jahren eine Glatze zu bieten. Beides sind aber mal sowas von. Überhaupt gar keine Antisemiten. Beide sind private Spießer, die sich freuen, wenn der Hund mal bellt. Beide regieren aber nebenbei noch die Unterwelt. Beide tragen fette Ketten, sind vergeben, geben anderen Bitches einen Laufpass. Ey, Felix Blume und Moritz Hoppe gehen zusammen in seiner Villa, nehmen auf seiner Couch Platz, stoßen an, auf Spaß. Und ihr besprecht da seinen Sieg und ich schwöre, ihr glaubt das. Aber währenddessen reitet draußen Django Unchained aufs Anwesen und fackelt das scheiß Haus ab. Ja!
Kolle hat ein Mixtape gemacht, ein Tourtape gemacht, in dem er unbekanntere Rapper featured. Unter anderem Breakpipe, Mighty Mo und Nidal. Das ist die mit Abstand größte Sache deines Lebens gewesen. Musiktechnisch. Hallo und Release mit dem Boss. Da brauchte man euch nicht zu lange bitten. Ihr habt euch sofort ins Zeug gelegt. Punchline, Street, Gewalt, brutal gespittet. Ihr habt euren Part abgegeben und euch zu Recht aufs Release gefreut. Dann kam der Track raus, ohne Rücksprache mit euch. Und Alter, wart ihr enttäuscht? Da fängt Kollega seinen Part an, nachdem die fertig sind mit Rappen, mit den Worten, okay Jungs, wird mal langsam Zeit für den Themawechsel. Um dann mit schwulstem Autotune zu trällern, anstatt so wie die zu flexen. Die, die mich kennen, wissen, ich mache originalgetreu nach. Pass auf. Was? Pass auf. Ey, Kollega featuring Gebrüder King. Es sind Gebrüder King, Junge. Wir ficken deine Mutter, Schellen wie Flows wie Handgranaten. Wir kann mit deiner Faust dein Face spalten. Eine Schelle, du kriegst Tinnitus, Kieferbruch. Ey, guck mal, wie der Late Night Überboss undercover auf dein Chick durch seine Ray-Ban rüberglotzt. Come on, baby, twerk dein Ass. Ey, warum diese Schabesröte, während Massageöle wie Lavaströme? Come on, baby, lass mich deinen Arsch verwöhnen. Boah, tu! Ey, richtige Rotze. Ich bin da voll auf deiner Seite, Alter. Ein Battle-Rapper. Seit 15 Jahren für Rap alles am Geben, Mann. Nach Erfolg am Streben, Mann. Da kommt Kollege und bietet zwei hungrigen MCs die Chance ihres Lebens an. Klar, dass die beiden sich denken, lass mal Parts schreiben, Alter. Bars, Alter, let's go. Und dann folgt auf euer Massaker. So ein mit Autotune dahingeschwuchtelter, halbgarer Drecksflow. Soll ich dir mal was sagen, Kolle? Das ist respektlos. Und du hast ja mal gesagt, wir sind nicht vom selben Schlag. Und ich schwöre, du hast recht. Denn ich fronte nicht nur dich, sondern auch die großen Fische. PA Sports, Fahrt, Lars, kommt endlich ran hier. Line für Line, ins Becken mit den weißen Haien. Und sollte mich einer von denen fragen, warum, kann ich denen sagen, warum. Und ich stehe für meine Meinung ein, während du es seit Tag 1 nicht hinbekommst, deinen Standpunkt zu klären. Ey, was für eine Zusammenarbeit soll denn das bitte werden? Ihr habt euch über seinen Part so aufgeregt, wart euch richtig am Gebärden. Das ist das x-te Mal, dass du ihn siehst. Man muss deinen Frust auch nicht verbergen. Hast du ihn auch nur ein einziges Mal konfrontiert wie ein Mann mit deinen Beschwerden? Nee. Ist nämlich unangenehm. Lieber würdest du hier sterben. Das Motto eines Champions. Lieber in Ehrfurcht das Maul halten, als den Erfolg zu gefährden. Time. Schöne dritte und letzte Runde von Cynic. Gebt Mighty die Ruhe, zu antworten. Ja, Mann, Wahnsinn. Ja. Seid mal jetzt alle ruhig. Junge, was soll ich sagen? Bro, ich werde dir jetzt die übelst brutale Runde geben, aber nach der Nummer hier, nee, ich rap nicht mehr, fühle ich mich jetzt schon, als würde ich auf einen toten Hund eintreten. Junge, ey, ja, und der Song mit Kolle, habe ich ihm auch gesagt, der war nicht so super, auf jeden, also ohne dich wäre er auf jeden Fall cooler gewesen. Okay, jetzt haben wir genug gelacht, okay? Jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens. Leute, ihr wisst, wer ich bin. Lasst es mich hören. Junge, es ist... Und wir alle wissen, Cynic ist zwar nicht der Top-Rapper, aber der Top-Atheist, die Sorte Mensch, die vorm Pastor an den Glockenturm pisst. Und von seiner Meinung überzeugt, wagt er einen unerschrockenen Schritt. Er stellt sich auf die Bühne und nennt die Bibel ein Märchenbuch, als ob's der Froschkönig ist. Und wir alle wissen... Heilige Schriften sind gleichbedeutend für Moslem und Christ. Und wir alle wissen, dass Kolle die Worte De Maximus, Gott ist der Größte, Allahu Akbar, auf seine Klamotten draufsteckt. Und wenn du, Mr. Respektlos, uns beweisen willst, wie mutig und entschlossen du bist, dann sag doch jetzt mal, der Koran ist ein Märchenbuch. Direkt dem Boss ins Gesicht. Das niemals, ich bin das Lebensmittel. Ich hatte nie einen Zweifel daran,
was für eine rückgratlose Fotze du bist. Junge, du fürchtest die Wut der Islamisten, deshalb beschmutzt du nur den Ruf der Christen. Aber warum ziehst du Jesus durch den Dreck? Hat der Mann nicht schon genug gelitten? Ich meine, ans Kreuz genagelt, mit Peitschenhieben fast barbarisch gehäutet. Wofür? Damit 2000 Jahre später Sohn Hampelmann öffentlich seinen Namen verleugnet? Wow. Sinne, Gott ist gerade mein Zeuge, spar dir deine Klugscheißerei. Was du partout nicht begreifst, Gott ist kein Mann mit einem Bart auf einer Wolke, so wie du ihn beschreibst. Gott ist überall, unter jedem Stein, in unserem Blut und dem Fleisch, der Sturm und die Ruhe zugleich, das Licht, das dir an dunklen Tagen Zuversicht zeigt, deine innere Stimme, die dir Zuspruch verleiht, dein Mut und dein Fleiß, mit dem du Stufe für Stufe hochsteigst und die Kraft weiterzumachen, auch wenn deine Puste nicht reicht. Junge, Gott ist der Wille, das Gute zu verteidigen, der Glaube, der eine strahlende Zukunft verheißt. Und wenn das alles nicht in deiner Welt existiert, Cynic, dann tust du mir leid. Aber du tust mir sowieso leid, Junge. Guck dich an, du bist fast 40. Hast keine Familie, aber Schulden, deine Knete ist futsch. Eine billige Aushilfskraft, die in schäbigen Clubs die Tresen abputzt. Du hast dein Leben verfuscht und Meidi machte deine Karrierepläne kaputt. Weshalb du jetzt, auch wenn du deine Ehre beschmutzt, um Geld zu machen, jede Gelegenheit nutzt. Genau deshalb bist du nämlich heute hier. Mua, der Pate, vor seinem Tod kriegt der Verräter einen Kuss. Jetzt hör gut zu. Ja. Junge, bei deinem Rematch mit Bongtegi wirfst du ihm Judas-Verhalten vor, in deinem dritten sagenhaften Part, weil du dein Sprungbrett nie vergessen würdest und er in deinen Augen fahnenflüchtig war. Aber das kann nicht die Wahrheit sein, das war nur bla 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 bla, denn wenn du Rapper Mittwoch nie vergessen würdest, wärst du heute Abend gar nicht da. Wir wissen alle, Johnny hat dich groß gemacht, hat dich gepusht und dich vermarktet wie ein Star, hat immer dafür gesorgt, dass du den Finaleinzug bekamst und machte eingerahmte Awards am Ende jedes Jahres für dich klar. Junge, alles, was du heute bist, verdankst du Ben Salomos Format. Aber dann kam die Sache mit dem Echo und Ben, den traf es wie ein Schlag. Koller hat sich entschuldigt, war in Auschwitz und pisst auf jeden Nazi-General. Aber laut Ben Salomo ist Rap am Mittwoch tot wegen Antisemitismus im Rap. Und ausschlaggebend war dieser Skandal. Das bedeutet, dein Sprungbrett ist wegen Kolle und Farid nicht mehr da. Die zwei waren der Nagel in dem Sarg. Und obwohl Ben Salomo wie ein Vater für dich war, begehst du, kleine Made, hartherzig Verrat. Denn anstatt für deine Sache zu kämpfen, wie ein amerikanischer Soldat nach einem Bin Laden-Attentat, scheißt du, rückgratloser Versager, hier gerade auf sein Grab. Mit deiner Teilnahme am Alpha Royal hast du nicht nur seinen Killer unterstützt und dafür noch Gage abgesahnt. Mit dieser armseligen Tat hast du auf dein gesamtes Rapper mit Vermächtnis gepisst, als wär's ein Bahnhofsurinal. Fuck. Ey, und selbst wenn du Kolle jetzt sowas erzählst wie, Junge, scheiß auf dich und schieb dir den Vertrag in deinen Arsch, Rapper Mittwoch for life, und alle denken, ja Mann, das ist gerade, das ist stark, die wissen nicht, dass wir beschlossen haben, 50-50 zu machen. Cynic geht safe mit 5000 Scheinen nach Hause, also ist es egal, was er jetzt sagt, denn in jedem Fall lässt du dich von dieser Hand, die deine Wiege verbrannt hat, heute Abend noch bezahlen. Also hüte deine Judaszunge. Was für Alpha, geh zuerst, guter Junge. Da nimmt man dich warmherzig in Arm, weil du hast jemand, der jahrelang hinter deinem Rücken gestanden hat, für Geld verraten, so wie Bushido den Abu Chaka Clan. Und warum? Ich sag's dir, Digga. Weil tief in deinem Herzen bleibst du ewig diese Transe, die sich an RTL 2 verkauft. Digga, damals hat man Verräter gebrandmarkt, damit sie jeder gleich durchschaut. Und ich schätze, aus diesem Grund ist auf deinem Ich verstehe die Frage nicht Hoodie hinten eine 13 drauf, weil dein Merch ist wie deine Loyalität. Man muss nur ein bisschen an den Zahlen drehen und schon wird eine 31 draus. Cynic, deine Seele hast du schon lange eingetauscht. Dein Dasein ist nicht gerade ein Geschenk. Und auf den zweiten Blick bist du lange nicht so cool und sympathisch, wie man denkt. Der Hausdigger, der Mann ohne Glauben,
Der Judas, der Opportunist, der sich für nichts zu schade ist, solange es ein bisschen klimpert in sein Portemonnaie. Du bist der verachtenswerteste kleine Pisser, den ich kenne. Ich hab selten etwas Schlimmeres erlebt. Gott sei Dank muss dein Dad nicht mehr erleben, was bei seinem Kind heute so geht. Doch ich wette, bei der Richtung, die du wählst, bei den Schritten auf dem Weg, hat er sich schon sicherlich geschämt und schon x-mal in der Kiste umgedreht. Weil obwohl dein Vater schon seit Jahren tot ist, ist es sein Sohn, der innerlich verwest. Bro, ich hab dir gesagt, heute stopfe ich dich endgültig in deine Truhe, du Transe. Und in diesem Sinne, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Ruhe in Schande. Mach mal Applaus für das Finale von Mighty gegen Zynik Berlin! Ich bin gespannt, was die Judges sagen. Naja, ist kein... Ja. Es war auf jeden Fall ein nices Match. Ich wüsste auch nicht, Alter. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Willst du anfangen? Ja. Kuss wasch. Vorhin war ich der Letzte, jetzt bin ich der Erste. Jungs, ganz wie kurz. Immer. Ich bin ein großer Fan von ihm, tatsächlich, gebe ich ehrlich zu. Für mich hat sich das Ganze so angefühlt, als ob Cynic dieses Battle nicht gewinnen möchte. Auch mit seiner Pöbelei Kolle gegenüber. Ich weiß nicht, vielleicht willst du nicht auf das Label, keine Ahnung. So kam es mir vor, Alter. Du warst natürlich trotzdem immer top, ne? Aber ich kenne nicht so viele Battles von ihm, aber für mich, von den Battles, die ich von Mighty kenne, war das auf jeden Fall mit Abstand das Beste. Also für mich, gefühlt einfach nur, gefühlt. In seinem ersten Verse hat Cynic dieses Ding, diese Nazi-Geschichten da gebracht. Das hat aber Damien Davis auch schon gemacht und das hat er sogar noch besser gemacht und noch smarter verpackt, diese ganzen Hakenkreuz-Viecher und so weiter, die ganzen Dinger. Und ich habe von ihm erwartet, dass er dann ultra primitiv reagiert, aber sein erster Part war super reflektiert. Diese ganzen Dinge mit seiner Veränderung in seinem Leben und so weiter fand ich auf jeden Fall stark. Warte, ich muss gucken, ich habe mir auch irgendwas aufgeschrieben, glaube ich, ne? Dann gab es, in welchem Part war das, wo du meintest, Schüttel Hochkaräter aus dem Armgelenk wie ein Rolex-Träger mit einem kaputten Chronometer. Für mich beste Line des ganzen Battles, Alter, überkrass, fand ich super nice. Bei Cynic mochte ich dieses Ding mit den, natürlich mit den Rappern nachmachen und so weiter. Das ist natürlich für mich wirklich schwer, ne, weil die Leute auch wissen, dass ich ihn mag und dass wir Kumpels sind. Aber ich muss tatsächlich zugeben, im Großen und Ganzen würde ich das Battle an Mighty geben, Alter. Somit steht es 1-0 für Mighty. Motrip, deine Entscheidung bitte. Jo. Also krasse Geschmacksfrage. Großer Respekt, dass du den Part noch gebracht hast. Das hat mich persönlich einfach sehr gefreut. Du bist gut reingekommen, finde ich, mit diesem... Ich bin halt auch Team Zivi statt Team Zwangsarmee. Deswegen inhaltlich bin ich voll bei dir. Du hast sehr, sehr krasse Reimketten. Wie immer, ehrlicherweise. Ich feiere das sehr. Wenn man das Rap-technisch betrachtet, finde ich, ist es ganz klar bei dir. Allerdings ist es sehr schwer und unangenehm, so nach dieser dritten Runde auch irgendwie. Man will dir das nicht deswegen geben, aber man will auch irgendwie, man muss das irgendwie mit einberechnen. Also es war ein bisschen sabotiert, so in Anführungsstrichen, das war nicht ganz so cool. Ich würde es ganz klar an Mighty geben, auf jeden Fall. Yo. 2-0 für Mighty. Yo. Cheers, yo. Yo, lasst uns ausreden. Lasst uns ausreden. Also, seid mal jetzt alle ruhig. Mir persönlich, ich gebe auch zu, ich mag den Stil von Mighty, auch die Reimketten und so weiter. Das war auf jeden Fall immer dope, die Art, wie er abliefert. Einmal ganz kurz Ruhe. Kann sehr viel nachvollziehen. Ich selber stehe auf deepen Rap so. Glaube aber, dass das fürs Battle nicht die richtige Taktik war. Wenn zwei Rapper punchline-technisch auf der Höhe sind, so würde ich jetzt die Reimketten, den Flow und so weiter dann mitbewerten. Und ja, das würde dann meistens auch zum Sieg führen. Ich finde aber, in diesem Battle hat das nicht gereicht, denn ich finde, in der ersten Runde hatte Cynic schon mehr Treffer. Er hat mehr mit der Crowd gespielt. Er hat krasse Pointen gehabt.
Und auch krass, dass er im Gegensatz zu sonst diesmal die Runde durchgezogen hat und sich nicht aufhalten lassen hat. Mein Vote geht dieses Mal an Cynic. Somit steht es 2-1 für Mighty. Sind wir gespannt auf den Vote von Alias. Also zunächst mal, ich war derbe überrascht über das Battle. Ich hatte davor mir ganz was anderes ausgemalt irgendwie. Also so eher mehr entertainend. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, direkt in der ersten Runde war Mighty so Real Talk mäßig unterwegs. War ich am Anfang so nicht sonderlich begeistert, aber gegen Ende hin fand ich das dann so, so stark. Erste und zweite Runde würde meiner Meinung nach an Mighty gehen. Einfach nur von der Art und Weise, wie er es performt hat, vom Hunger her, von der Aggression in einem Battle. Dritte Runde safe an Cynic, aber ja, alles in allem an Mighty. Kollege. Also ich habe wieder so ein paar Notizen gemacht. Fangen wir erstmal an mit der... Hallo. Fangen wir doch erstmal an mit der ersten Runde. Also, wer mir hier Schiebung unterstellt, der soll sich wirklich was schämen. Sowas würden wir niemals tun. Ich schwöre auf meine Mutter, ich gönne beiden das genauso. Die machen hier keine Schiebung. Lass die Scheiße sein da mit dem Reinrufen. Also, erste Runde. Cynic ist eher humorvoller reingekommen. Mighty war eher so der, ja, direkt Real Talk, direkt diese ernste Schiene. Ist am Ende des Tages immer eine Geschmacksfrage, aber ich gehe es mal so ein bisschen chronologisch durch. Also ein paar Dinge bei Cynic haben, fand ich nicht so ganz gezündet, das mit dem Bund. Ich glaube nicht, dass er Menschen abgeschlachtet hat. Hast du Menschen umgebracht da irgendwo? Der Mighty macht das nur hier auf der Bühne, der killt nur die Leute auf der Bühne. Ob man Mighty unterstellen kann, dass er besonders dumm ist, Sonderschüler, ich glaube, da spricht seine Rap-Technik einfach zu sehr dagegen, als dass das zündet. Allerdings, gute Stelle war definitiv die Mighty-Nachmache, war à la Bonheur. Das war wirklich nice. Nazi-Gelaber hat man irgendwie schon mal gehört. Dann auf Mightys Seite fand ich die Reimkette mit den High-Heels sehr schön. Sehr sichere Reimketten, wie man es von Mighty kennt, wie man es auch mag. Auch diese Selbstkritik-Schiene fand ich nice, einfach aus Hip-Hop-Sicht, so diese ganze Reflexion. Da fand ich es noch nice. Es war irgendwie Humor gegen Hip-Hop, würde ich mal sagen. Zweite Runde fand ich nice. Also das Sendung mit der Maus Game war auch wiederum ein Highlight für mich bei Cynic. Dann hat er mich, glaube ich, war das in der Runde, wo er mich falsch verstanden hat? Ich glaube, es war, glaube ich, in der nächsten. Auf jeden Fall mal grundsätzlich, ich kann wirklich alles ab. Ich meine, die Bild-Zeitung hat mich als dumm und dümmer bezeichnet. Da werde ich das verkraften, wenn der Cynic mir hier eine kleine Story erzählt. Es war nur irgendwann sehr viel und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht ganz, weil ich will ja jedem wirklich nur Gutes und ich gönne es beiden gleich. Aber, ja, das Einbahnstraßen-Scheme fand ich auch top von Cynic. Insgesamt war das eine starke zweite Runde. Da waren einige Highlights drin, die gezündet haben. Bei Mighty fand ich dieses Digger-Gelaber einfach too much. Hat nicht so gezündet, fand ich so ein bisschen unnötig. Einige Dinge auch dabei, die nicht so ganz gezündet haben. Ich würde die zweite Runde hier an den Cynic geben. Und die erste muss ich mich gleich noch entscheiden. Ich will mir hier wirklich jetzt nicht zu früh die Entscheidung wegnehmen. Dritte Runde. Ja, also hättest du einfach deine Runde dann durchgezogen, wo ich gesagt habe. Dann hätte ich es noch cooler gefunden, aber es war ja dann eigentlich auch echt ganz witzig. Also ich muss sagen, es war eine schöne Runde, Runde 3. Gut, dass du es noch gemacht hast. Jetzt warte doch erstmal das Resultat ab dahinter, die Cynic-Fans wieder. Vielleicht sage ich auch Cynic. Wenn ich will, dann macht der Cynic und der Mighty ein Album. Das ist mir doch scheißegal, wir haben es doch. Also... Ich will jetzt noch ein bisschen, jetzt gibt mir noch mal ein bisschen Zeit, hier noch Feedback zu geben auf die letzte Runde. Beim Mighty fand ich dann auch mit diesem Koranlein und insgesamt fand ich es für meinen Geschmack zumindest ein bisschen zu serious von Mighty. Es waren natürlich Sachen dabei, die ich auch sehr gefühlt habe. Ist aber immer die Frage auch, ob das gerade in dem Battle die effektivere Waffe ist. Und, boah, ich bin echt hin und her gerissen, Mann. Boah, Alter. Könnt ihr mir noch mal kurz ein Stündchen Bedenkzeit geben? Habt ihr so, na. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt rein aus musikalischer Sicht denke, wer könnte auf Beat der stabilere Rapper sein, ist es naheliegend, dass es vielleicht Mighty ist. Muss aber auch nicht sein, heutzutage, die größten Clowns werden heute Goldrapper, also es heißt auch alles nichts.
Was nicht heißt, dass Sinning ein Clown ist, aber er ist nicht der klassische Rapper im Sinne, der irgendwie straight auf den Takt rappt. Also ich bin ja wirklich, was meint ihr denn so überhaupt? Man darf natürlich die Crowd hier auch nicht überbewerten, das ist irgendwo auch ein Heimspiel für Sinning, oder? Nee, obwohl, er kommt ja aus Düsseldorf. Entschuldigung, er kommt aus Düsseldorf, ich habe ihn nur noch nie gesehen, obwohl er war letztens bei uns Café der Aldo. Auf jeden Fall würde ich sagen, nee, okay, Crowd ist auf Sinning Seite, würde ich hier soweit sagen. Wie steht's mit den Votes? Wie steht's? Es steht bereits 3-1 zu Mighty, also... Ach, hat Mighty das Ding schon gemacht, oder was? Ja, du musst eigentlich nur dein Wort abgeben. Bitte was? Also ich sag mal so, ich würde vorschlagen, da ich das aus Rapper-Sicht tatsächlich an Mighty geben muss, weil ich sage, es macht einfach mehr Sinn aus meiner Sicht auf Beat und ich habe es aus einer Rapper-Sicht vielleicht einen Ticken mehr gefühlt, wobei das auch exzellentes Entertainment war, was Sinning geboten hat. Ich würde aber anbieten, wenn der Sinning Bock hat, dass er zumindest einen Track auf meinem Kanal veröffentlichen kann, wenn er Bock hat. Muss er aber nicht. Er kann natürlich auch sagen, nee, möchte er nicht, ist auch sein gutes Recht. Auf jeden Fall ist damit, denke ich, das Ding entschieden. Und wir haben einen Gewinner. Bitte einen Riesenapplaus für Mighty Mo. So, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wollt ihr noch was zum Battle sagen? Tilly, noch da? Du hast keinen Bock mehr, ne? Der nimmt das auch immer alles ernst. So, Mighty, hast du noch was zu sagen? Sinning, okay, lass die Jungs mal ganz kurz sprechen. Ja, was soll man sagen? Bruder, bei mir waren auch so Störungen. Irgendwer hat reingelabert, Mike ist ja ausgegangen, stimmt. So dies, das, keine Ahnung. Weiß nicht, warum du dann gleich so raus warst und warum alle dein Händchen halten mussten, bis du wieder weitergemacht hast. Okay, deswegen ist der Sympathiebonus bei ihm so und alle denken so, oh, ein auf den. Aber Bro, wir haben gesagt, wir machen halbe-halbe, kannst einen Song bei Kolle machen, ne? Den Scheck teilen wir uns, also alles gut. Also. Oder was? Oder bist du beleidigt? So, alles klar. Damit haben wir ein Ergebnis. Junge, Junge. Ich will aber eine Sache. Ganz kurz, hallo Leute. Ganz kurz, bevor wir alle zusammen Rüben feiern gehen. Wir müssen jetzt mal eine Kernsache nochmal begreifen. Dass wir hier alle stehen, was die MCs für Arbeit da reingesteckt haben, dass der Kolle sich bereit erklärt hat, so viel Geld auf den Tisch zu legen und dem MC die Möglichkeit zu geben, was dann hier auf der Bühne passiert. Und dass ihr vielleicht nicht unbedingt mit der Entscheidung zufrieden seid. Wäre die Entscheidung andersrum, hätten auch andere wieder geboot. Es kann nicht immer jeder zufrieden sein. Aber ich muss doch mal Applaus dafür bekommen, dass die ganze Aktion, auch für euch, dass ihr alle hier seid, dass das für Hip-Hop auf jeden Fall... Was meint ihr, was in den Medien morgen los ist, Alter? Die sehen alle die Fressen von den Rappern hier. Also macht mal Applaus für alle, die an dieser Sache beteiligt sind. Der eine findet den besser, der eine den anderen. Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Das ist nicht wie beim Fußball, wo dann Tore fallen und nachher gibt's dann auch, wird der Videoschiedsrichter gedisst und so. Ich meine, wir können uns freuen, Mighty bringt ein Album raus, vielleicht sprechen wir nachher nochmal anders und dann bringt der Sinning vielleicht den Track doch da raus und die beiden haben geteilt, 50-50, faires Ding, keiner geht leer nach Hause. Deswegen, bitte, nochmal einen riesen Applaus fürs Alpha Royale und alle Beteiligten hier heute Abend! Ganz kurzes Ding noch. Geht nicht nach Hause. Wir feiern alle drüben noch zusammen. Die 20 versprochenen Shots von mir gibt's. Ein bisschen Geld habe ich noch dabei, zwar keine 5000. Und an alle, die gerappt haben heute, kommt alle zu den Interviews. Gebt mir alle nochmal Mighty! Mighty! Gebt mir alle nochmal Sinning! Und gebt mir alle nochmal Alpha Royale! Danke an euch, Berlin! Ja, hier nun die beiden Protagonisten des großen Alpha Royale Finales
10.000 Euro Albumproduktion, 3 Videos. Um das gleich mal vorwegzunehmen, die beiden Jungs haben sich entschieden, 50-50, 5.000 Euro. Also für beide auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Und Win-Win hat Mighty dann am Ende geholt und wird jetzt nun ein Album produzieren. Es war natürlich von der Entscheidung, gab es gewissen Diskussionsbedarf aufgrund der dritten Runde, einer Reaktion von Kollega auf dem Anfang von ein paar Cynic Lines, wo Cynic dann rausgekommen ist. Deswegen frage ich Cynic als erstes, es gab diesen Moment von Kollega, den einen, wo er irgendwie gesagt hat, guckt selber nochmal rein, wo er gesagt hat, ah, da bin ich mal gespannt oder irgendwas hat er gesagt. Und dann warst du so ein bisschen raus. Hat das für dich das Battle komplett entschieden oder hast du dich in den Runden davor vorne gesehen? Bewerte du doch mal selbst, war ein bisschen schwierig, aber von außen, deine Leistung heute Abend. Ja, also meine Leistung war top auf jeden Fall. Ich habe das besser gemacht, als ich mir vorgestellt habe. Die Reactions waren auch sogar mehr als erwartet. Und ich dachte mir vom Gefühl her selbst so, als ich bei der zweiten Runde abgebrochen habe, weil der Veranstalter, ne, bei Lines gegen sich vorher reinruft, was noch nie irgendwo vorgekommen ist, so, dachte ich mir so, selbst wenn ich die abbreche, dritte Runde ist auch gut bei mir. Ich war mir so sicher, also sicherer, ich war mir übel sicher einfach. Cynic, war sie sicher? Wie sicher warst du dir? Sicher wobei? Was meinst du? Das Ding hier heute zu holen und dass die Leistung, die du gebracht hast, auch zu dem Ergebnis geführt hat, wie es jetzt ist. Ich war mir sehr sicher, dass ich gewinne mit dem, was ich mache, so, weil waren brutale Bars so. War alles brutal gerappt, hast nicht gesehen. Ich habe mit einem anderen Cynic gerechnet. War das nicht letztes Mal schon genauso? Habe ich das nicht, glaube ich, mir selber erzählt, Alter? Auf jeden Fall, ja. Ich habe ihn anders erwartet, das Battle war irgendwie ein bisschen strange und diese Sache da mit Kolle, ja man, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, würde ich das mal gerne Revue passieren lassen, so, es gibt viele Perspektiven und Blickwinkel, wie man das betrachten kann, diese ganze Nummer, ne, das wird man bestimmt auch noch lange Meter ausdiskutieren, so, diese ganze Geschichte, wie man damit umgeht und wie er damit umgegangen ist, wie man es hätte machen können und warum und wieso und blau und blub und hast du nicht gesehen. Ich glaube auch, man kann so kurz danach, ich meine, wenn ihr das Interview seht, dann ist das Battle irgendwie gefühlt gerade eine halbe Stunde her. Es sieht aus Moderatorensicht anders aus, aus Judge-Sicht, aus MC-Sicht und für euch im Publikum. Es gab da manchmal Reaktionen im Publikum, wo ich dann auch sage, ey, ihr seht das nur von unten gerade und seid da zum Abfeiern. Die Jungs machen das Ding ja unter sich aus auf der Bühne. Deswegen sage ich auch, ich glaube, wir gucken uns das Battle alle nochmal an. Und dann kann man in Ruhe auch nochmal drüber sprechen, ja. Dass du mit der Entscheidung nicht zufrieden bist, ist glaube ich klar. Ne? Also das sieht man dir auch an. Du sagst, du warst dir sicher. So, auf eine Sache muss ich dann schon nochmal eingehen. Ich fand bei dir, diese erste Runde war echt krass. Ich fand, die hat aber irgendwie nicht so gepuncht. Da hätte ich mir gewünscht, dass am Ende irgendwie was kommt. Und bei Cynic war es so, also ich fand bei dir die ersten zwei Runden ein bisschen zu soft. Die dritte war geil, du bist richtig brutal reingegangen. Bei ihm war es was Neues, was nicht so gepuncht hat, aber von dir kam jetzt heute auch nichts krass Neues. Also ich finde, es war ein gewohnter Cynic, stabil, aber es hat so ein bisschen, glaube ich, die Leute haben so ein bisschen gewartet, auch wann kommt dieser, weißt du, dieser Endmove. Ja, also, guck mal. Ey, ich, ohne Spaß, ich bin ja so ein Battle-Rap-Nazi, Alter. Ich will ungern jetzt hier ein Fass aufmachen, aber wenn er sagt, ich hätte einen anderen Cynic erwartet, dann ist das ein Kompliment, weil dann habe ich was gemacht, womit er nicht gerechnet hat, habe die Reaktion auf meiner Seite gehabt, habe die Crowd auf der Seite gehabt, habe ihn doof aussehen lassen, die Pointen kamen alle, dritte Runde dann ein bisschen angezogen, Variabilität drin gehabt, Sachen, die vernünftig gereimt waren, Sachen, die laut, leise waren, lustig, ernst, den Veranstalter mit reinziehen. So, du kannst nicht variabler sein in einem Battle. Und ich, Mann, ey, das ist so behindert, wenn man, also ich sag's aber trotzdem, weil es einfach ist, ich hab, Digga, das ist ein 3-0 gewesen so. Und dann hörst du von den Judges einfach diese geisteskranken Sachen. Da fragt man sich wirklich, was da los ist, Alter. Wenn ich sage, ich habe einen anderen Cynic erwartet, meinte ich, er hat ja sein selbes Programm wie immer abgespult. Aber das war nicht mehr besonders cool. Er erzählt irgendwelche Witze und macht denselben Scheiß wie immer so. Und ich habe gedacht, er sucht sich ein paar andere Engels, die wirklich treffen so. Dass er ein paar vernichtende Engels hat und nicht nur Witze erzählt so. Aber er hat auf safe gespielt und das gemacht, was er am besten kann so. Nämlich seinen einzigen Trumpf gespielt, die Crowd Reaction so. Weißt du, und deshalb habe ich in dieser ersten Runde, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, warum das so war. Das hat nämlich eine Vorgeschichte vor diesem Battle, warum ich so gekommen bin. Und teilweise war es aber auch strategisch, weil ich mit einem Cynic gerechnet habe, der nicht dasselbe macht wie immer, sondern ein bisschen mehr
auf den Kern geht so und sich ein paar Engel sucht, die mich wirklich treffen, anstatt mich nur lächerlich zu machen so. Weißt du, weil wenn du mit diesem Real Talk kommst so und brutale Bars hast so, bam, dann ist das ein Witz dagegen. Aus Rapper-Sicht, aus Comedian-Sicht vielleicht nicht so, aus Entertainer-Sicht. Aber wenn ein Rapper so sich das anguckt, dann denkt er sich, oh Mann, das ist crazy so. Weißt du, was ich meine? Okay, aber du würdest jetzt sagen, du bist ein Battle-Rap-Experte. Also guckst du Ami-Battles, guckst du Battle-Rap so richtig? Ja, definitiv. Bevor ich mich auf dieses Battle vorbereitet habe, habe ich ganz viele Ami-Battles geguckt. So. Um nochmal zu gucken, was ist die Essenz von Battle-Rap? Wer macht was, wie, hast du nicht gesehen, dies, das und so. Warum? Weil die Leute das Battle gewinnen, die meisten Crowd-Reactions haben. Falsch. Hast du keine Ahnung. Falsch. Kennst du das Battle Cortez gegen Harlahan? Ja, klar. Ja. Er hat ihn gebumst mit seinem Real Talk, obwohl es alle ruhig waren. Ja, aber das habe ich ja Bontecki Rematch auch gehabt, war ja auch Real Talk und dann am Ende, aber kommt aber ein Punch. Das ist alles debatable so, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, diese Crowd-Reactions lügen nicht, nur mal stimmt nicht. Hat man ja gesehen heute. Ja, man hat gesehen heute, dass von 1000 Leuten 950 es noch nicht gegeben hätte. Also ich glaube auch, wie du gerade sagst, darüber lässt sich immer diskutieren und da werden wir bestimmt noch lange an anderen Ecken auch drüber diskutieren. Es ist immer schwierig zu sagen, aus Rapper-Sicht, ne, du sagst aus Rapper-Sicht. Im Endeffekt kann man dann auch lange drüber diskutieren, ja, was schwergewichtiger ist in einem Battle, den Gegner jetzt nun zu ficken oder ihn lächerlich zu machen. Ich finde einmal eine Kombination aus allem ganz gut. Ja, dann ist es schwierig, an einem Abend hast du das Publikum, dann hast du das andere, dann hast du die Judges, die anderen. Am Ende kann das Battle an einem anderen Abend, wenn eine andere Crowd da ist, auf einmal auch die Crowd dich mehr feiern und ja, die Judges aber dann dich. Ja. Es ist immer diskutierbar und deswegen sage ich diskutiert in den Kommentaren. Ergebnis heute ist, du hast gewonnen. Ihr macht 50-50, du bringst das Album raus und ich glaube, wir haben ein richtig gutes Turnier gehabt und das ist entscheidend. Nein.